So, jetzt sind wir da und haben noch die Mission hier oben, eine Botschaft schicken. Ist das dann wohl schon die letzte Mission im DLC? Weil hier gerade nichts anderes angezeigt wird. Bin ich mal gespannt. Boah, krasses Haus. Echt geil. Dagegen war die Villa Scaletta im Hauptspiel ja echt nix, ne? Hat mich ja eh schon gewundert, warum er seine Hütte Villa. Villa Scaletta nennt. Wow, gar nicht so leicht, hier auf den Serpentinen, die dann so nach unten gehen, um vernünftig zu steuern. So, Energie brauchen wir nicht, das müsste noch reichen. Ach ja, die Polizei mal wieder, dein Freund und Wegblockierer. Ich finde das übrigens gerade extrem lustig, dass das Nummernschild RE ist. Denn in meinem Landkreis ist das Nummernschild auch RE. Finde ich ja toll. Fühle ich mich direkt vom Spiel geliebt. Ich lasse das Auto mal hier stehen. Oh, ein freudiger Angler. Nächste Mission: Töte zwei Angler. Können wir den schubsen? Nee, schade, wenn wir uns anschleichen, vielleicht geht das. Oh nee, wäre jetzt auch gemein, ne? Lassen wir sie mal machen. So, eine Botschaft schicken. Joe, wie es aussieht, kriegt der Staatsanwalt mal wieder den Hals nicht voll. Der Hurensohn wollte seinen monatlichen Anteil nicht annehmen und hat die Nerven zu sagen, es wäre zu wenig. Das Arschloch hat uns von unserem Geld gerade ein neues Auto gekauft und das ist der Dank. Ich will, dass du die Karre von dem kleinen Scheißer findest und ihm einen Denkzettel unter die Motorhaube pflanzt. Harry hat das Nötige für dich. Aber merk dir, ich will ihm Angst einjagen, nicht umbringen und zwar gleich. Okay, deponiere Eddies Überraschung im Wagen des gierigen Hurensohns. Oh, wie nett, mal wieder. So, hol die Autobombe. Ach, du Jemine. Ich dachte jetzt, sie wollen in den Motor kacken oder so. Und nicht, dass die eine Bombe haben. Ihr seid so böse. Warum macht ihr sowas hier? Mann. Ich habe echt an das Gute geglaubt und dachte, die machen hier einen lustigen Scherz, weißt du? Aber nein. Dann holen wir mal die Bombe ab. Hey, warum fährst du einfach? Ist nicht nett von dir. Oh, hier muss ich rein. Jetzt schon wieder für ein anderer Wegpunkt markiert. Wahrscheinlich immer noch der von gerade eben, ne? Hier bleiben wir erstmal stehen. Harry, mein alter Freund. Dann zeig mal her deine Bombe. Bombe ist auf Harrys Tresen. Okay. Ich bin's, Joe. Ah, da liegt sie doch. Dankeschön. Im Wagen des Staatsanwalts. Ich müsste genug Munition haben. Für eventuelle Schießereien. Im Schauen. Ja, habe ich. Okay. Dann passt das ja. Im Moment läuft es mit den Missionen, ne? Es waren jetzt in letzter Zeit ein, zwei dabei, die echt schwer waren. Wo ist denn das? Ach, da unten. Wo ich wirklich Probleme hatte. Aber die letzten liefen jetzt ganz gut, muss ich sagen. So, einfach mal hier durchrauschen, solange keine Polizei da ist. Und ab in den Tunnel. Wow.
sich erledigt. Oh Mann, warum habe ich das noch gesagt? Warum sage ich noch, ja, es lief ja so gut, ganz toll. Ja, dann nochmal das Ganze. Ärgerlich, Menno. Warum passiert mir das? Weil ich wieder unvorsichtig gefahren bin. Ich dachte, ich kann Vollgas geben. Ein paar Tempo-Bonuspunkte sammeln und habe natürlich nicht daran gedacht, dass da der kleine Huckel ist und dass wir so ein bisschen fliegen werden. Vor allem dann kippt das Auto auf die Seite, überschlägt sich fast und der Bombe passiert trotzdem nichts. Oh, Polizei. Wow, lass mich mal vor, dankeschön. Oh nein, LKW vor uns. Es darf nicht sein und hier steht auch noch einer. Nein, und da kommt auch noch einer. Hast du wohl recht. So, Polizei. Ja, ihr habt natürlich Vorfahrt, ja klar. Dann holen wir nochmal die Bombe. Da ist gerade einer in mein Auto reingefahren. Ich habe es genau gehört. Finde ich jetzt nicht so nett. Ich bin's, Joe. Hallo, Harry. Vielen Dank für die Bombe. Diesmal werde ich vorsichtig sein. Der Kohlenjunge. Hey, an die Arbeit. Nicht so faul darum stehen. Ja, Leute, ihr habt meine Tür abgefahren. Das geht doch nicht. Ey, ist unglaublich, ne? Ja, ja. Es ist nämlich verboten, auf dem Bürgersteig zu parken. Das machen immer voll viele Leute, ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Mit zwei Rädern auf den Bürgersteig fahren. Das machen voll viele. Das ist nicht erlaubt. Deshalb habe ich auf der Straße geparkt. Es war mein gutes Recht. So, vorsichtig hier im Tunnel. Ganz vorsichtig. Ja, schön. Oh, es gibt sogar Punkte für Springen. Nett. Kann ich aber drauf verzichten. Weil dann habe ich auch immer die Gefahr, dass ich tot bin. Er wackelt wieder sehr hin und her. Aber ihr fahrt zur Seite. Das ist nett von euch. Oh. Ah, die gemeine Kurve hier vorne wieder. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach so, einfach nur da unten. Okay. Gut, gut. Fahr doch ganz langsam. Hallo? Mach dich mal wieder ein, Mädel. Oh, Hälfte der Zeit. Aber das sollte doch machbar sein, oder? Ist hier rechts. Und da vorne direkt wieder links und dann sind wir doch auch schon da, oder? Ein halber Meter Hotdogs. So. Empire Arms. Ach Mensch, dieses schöne Hotel. Bombe legen. Na dann mach mal. Sehr schön, gerade keine Polizei da. Ich glaube, das ist auch sehr gut. Oh! Nein! 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 Oh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da kommt auch schon die Polizei. Und es hat... Oh Mann, ich wollte gerade sagen, es hat keiner mitbekommen, aber doch. Ah, Menno. Okay, ich werde gesucht.
Das Auto wird gesucht, Manu. Alles klar. Na egal, vielleicht schaffen wir es ja. Wow. Aber nicht, wenn ich weiterhin so fahre. Ja genau, lasst mal schön ab von mir. Da müsste ich eigentlich hin. Muss hier aber gerade nochmal ein bisschen um den Block fahren. Ist das ein Klamottenladen? Pass mal auf, dann gehen wir da ganz fix rein. Oh, nein, nein, Polizei. Nein, 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 nein. Umziehen. Was darf ganz es schnell. Sein? Wir ziehen mal einen Freizeitanzug. Ja, komm, wir ziehen den mal an. Nehmen Sie mal das Futter. Echte Seide, ja, wundervoll. Herzlichen Dank. Es geht aber trotzdem gerade alles noch auf Zeit. Leute, bitte, ich hab's eilig. Viel Freude. Hey, was soll das? Da ist nochmal Polizei. Wird das Auto... Ja, Auto wird gesucht. Mist. Oh, da stehen so viele. Oh, wow, 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 wow. Er bringt uns alle um. Ich hoffe nicht. Mist, ich komme so nicht in die sichere Zone. Pass mal auf, lass mal stehen. Lass mal stehen. Lass das Auto mal stehen. Ist alles gut. Das kriegen wir auch hoffentlich so hin. Scheiß auf das Auto, ne? Ganz ehrlich. Da ist mir das hier jetzt doch wichtiger. Ah, hier ist es. Sehr schön. So, Rang A. Ach, das geht ja noch. Okay. So, beginne die nächste Mission. Die ist wo? Da oben. Waffenschieberei. Okay. Ach Mensch, hey, Auto, schön, dass du auch da bist. Na, wird es denn jetzt noch gesucht oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Wir werden es gleich sehen. Ansonsten, eine Werkstatt kann nicht schaden, ne? Ich würde aber ganz gerne, dass mir der Wegpunkt hier angezeigt wird. So, da oben wäre auch rein theoretisch eine Werkstatt, okay. Geisterfahrer, sorry. Ich fahre ja schon rüber. Polizei auf der anderen Seite. Abbiegen. Das schaffen wir noch, schaffen wir noch, schaffen wir noch. Hm. Der wäre auch mal wieder was, ne? So ein kleiner Flitzer. Oh, fahre ich gerade falsch? Oh nein, ich fahre falsch. Jo, fahre ich wirklich? Mist, ich muss mal kurz wenden. Gelber. Aber komm, wir behalten jetzt erstmal den hier. Der ist doch nett. Vor allem bremst er gut. Und beschleunigt schnell. Ja, schön an Joes Wohnung vorbei. Und hinter der Polizei her, natürlich. Wieder meine Radkappe, ne? Wie nett die jetzt immer zur Seite fahren. So, hier vorne ist der Waffenladen. Dann ist doch auch irgendwo hier die Werkstatt. Ach so, da kann ich einfach... Okay, ich kann einfach geradeaus fahren. Dann die nächste links. Und wieder links. Machen wir das mal eben schnell.
Ach so, Mensch, das sind Bahngleise. Hab ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Wow, da ist sie doch. Ja, gut geht's. Ich wollte mal meinen Wagen reparieren. Ich habe leider keine Tür mehr. Das darf sein, Kumpel. Wagen repariert. Sehr gut, das reicht schon. Oh, nein! Nein, 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 nein! Nein, wollte ich gar nicht. Ich fahre wieder raus. Nee. Nee, mein guter Herr, du kannst Feierabend machen. Ich fahre wieder raus. Alter, was? Bitte, was war das? Wie kann man so dumm sein? Ich wollte rückwärts fahren. Ja, gut geht's. Jetzt nerv mich nicht. Ich brauche einen Scheinwerfer. Dankeschön. Komm jederzeit wieder. So, jetzt aber. Ist mir jetzt egal, wenn ich hier wen umfahre. Mein Wagen ist gerade neu. Geht ihr bitte alle aus dem Weg? Ja, mach ich doch. Hallo, hier kommt ein Auto. Bitte mal zur Seite gucken. Werter Herr. Nicht wieder springen. Das endet nie gut. Was? Wo schickt der mich hier hin? Einmal über den Schrottplatz? Okay, noch ein Stück weiter. Ah, hier drin wahrscheinlich. Ach jo. Ja, weiter fahre ich aber nicht rein. So, Waffenschieberei. Ich habe eine dicke Ladung Waffen in die Finger gekriegt, die ich verschieben muss und dazu bräuchte ich noch einen Mann. Tony hatte bisher recht, was dich angeht, also überlege ich, dich mit an Bord zu nehmen. In Riverside wartet eine Waffenlieferung, um die du dich schleunigst kümmern musst. Hol die Ware und verkauf sie schnellstens an die Waffenhändler in der Stadt. Wenn du keinen Scheiß baust, springt ein hübscher Anteil für dich raus. Okay. Heißt also wieder, es geht um Schnelligkeit. Waffen holen und dann wahrscheinlich an zwei, drei Waffenläden verticken. Schnapp dir den Truck mit den Waffen. Ach du Jemine. Und dann auch noch einen Truck fahren. Das kann ja lustig werden. Ah, Clemente und Co. Das kennen wir doch. Da ist der Truck, alles klar. Ja gut, wird schon schief gehen, ne? An drei Waffenläden. Okay, da ist Nummer 1, da wird Nummer 2 sein. Okay, das geht. Das geht. Wow. Ich mach mal einen anderen Radiosender. Oh, From Dusk Till Dawn. Uiuiui. Ui, ui. Das ist natürlich um einiges schwieriger, jetzt mit so einem Auto hier zu fahren. Ist ja klar, hier ist schon Nummer 1. Hupe? Ah. Okay. Was? Ach, alles klar. Alles klar. Okay. Okay, was war das denn bitte? Was war das denn? Gut, Leute, ich werde meine Aufnahmepause machen. Für euch geht es wahrscheinlich gleich weiter oder aber in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. So, mal wieder eine Mission, die mich in den Wahnsinn treibt. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich euch jetzt zeigen werde. Es ist bestimmt der 5. oder vielleicht auch 6. Es ist keine leichte Mission und vor allem muss man auch ein bisschen Glück haben. So.
Glück in dem Sinne, dass die Polizei hier gleich nicht auf uns lauert. Wenn wir beim ersten Waffengeschäft sind, dann muss die Polizei eigentlich weg sein. Die dürfen da nicht irgendwie rumstehen oder rumfahren. Weil dann kostet uns das viel zu viel Zeit. So. Ich hätte es vorhin in einem Versuch fast geschafft. Da bin ich alle drei Waffenhändler abgefahren. Aber hatte dann keine Zeit mehr, um zurückzufahren. Denn leider war die sichere Zone ein bisschen zu weit weg. So, gerade ist keine Polizei. Die kommen da schon. Die kommen da schon. Oh komm, das ist so mies. Das ist so mies, das packe ich nicht. Die fahren aber weiter, das ist gut. Ja, weil ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Deshalb geht es nicht weiter. Ich zu früh ausgestiegen bin. Steig aus, steig aus. Ah, jetzt... Einfach wahllos draufballern. Nein, Vito! Rein, rein ins Auto. Gerade ist noch keine Polizei da. Oh, jetzt. Shit! Okay, weg hier. Weg hier. Oh, Mann. Das wird echt mega knapp. Vor allem jetzt sieht uns die Polizei überall. Das Kennzeichen wird gesucht, wir werden gesucht. Sie fahren uns hinterher. Hey, das wird lustig. Ja, sogar zwei Polizeiautos. Und so lahm, wie wir sind, wird es echt schwer, die abzuhängen. Oh, oh Mann, Mann, Mann. Ich muss ein bisschen vom Gas gehen, sonst baue ich hier gleich einen Unfall. Du biegst hoffentlich rechts ab, ne, mein Freund? Sehr gut. Ein Polizeiauto ist noch hinter uns her. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das hier ist übel, der Berg, weil wir hier so hochfahren müssen und automatisch langsamer werden. Keine Polizei von hier vorne. Das ist gut. Ja, vielleicht haben wir Glück. Echt. Lass mich bitte durch. Da ist der nächste Waffenladen. So, anhalten. Hupen. Und direkt weiter. Ich kann mir nichts erlauben. Weiter bitte. Einfach geradeaus weiter. Würdet ihr zur Seite fahren? Ja, super. So, das ist jetzt noch ein ganz schöner Weg, hier zurücklegen müssen. Oh, oh. Oh. Hier rein, alles klar. Und da unten wieder rechts. Und da ist natürlich die Polizei. Wie sollte es anders sein? Fahr bitte. Hälfte der Zeit. Wird knapp. Jetzt sind die gleich erstmal hinter uns her, aber wir müssten es eigentlich schaffen, die abzuhängen. Einigermaßen. Rühr dich nicht vom Fleck. Ja, ja, ist gut. Und es bringt auch nichts, die jetzt irgendwie zu bestechen oder so, dass ich dann erstmal weiterfahren kann. Weil ich muss ja so schnell unterwegs sein, dass ich beim nächsten Mal wahrscheinlich auch wieder ein Verkehrssünder wäre. Von daher bringt mir das nicht viel. Leute, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Denn ich weiß ja, wie weit der Weg zurück ist. Ich glaube, das wird nichts. Wenn, dann nur ganz knapp. So, hier ist keine Polizei. Das ist gut. Da ist der Laden. Weg, weg bitte. Weg bitte. So, er ist gerade noch rumgefahren. Oh, sehr gut, sehr gut. Komm, direkt wieder zurück. Ja, sehr schön. Doch, jetzt könnten wir es doch schaffen. Es ist nämlich da, wie ihr seht. Hui, das hat ganz gut funktioniert. Jetzt wäre es nur blöd, wenn uns die Polizei kurz vor der sicheren Zone irgendwie anhält oder so. Das wäre echt blöd. Dann könnte ich natürlich versuchen, sie zu bestechen. Wäre dann noch eine Möglichkeit. Und jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen hupen, dass ich hier etwas schneller vorankomme. So, ab über die Brücke.
Schon ein bisschen schneller. 50? Fährt er nur 50? Geh doch mal hoch auf 60. Ja, geht er, aber nur ganz langsam. Danke. So, jetzt fahren wir 60. Ich muss gleich sowieso abbremsen, wenn ich unten bin. Na gut, ich muss direkt geradeaus... Nee, doch nicht. Wow, okay. Boah, wo ist denn das? Oh nein, seht ihr, das meine ich. Ist man fast da und dann noch Polizei? Ich werde die aber erst bestechen, wenn ich wirklich in der Nähe der sicheren Zone bin. Sonst ist dafür keine Zeit. Oh, hier wieder rum. Boah, wie weit ist das noch? Mist. Das wird ganz eng, Leute. Das wird ganz eng. Nein, jetzt ist er auch noch. Oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wo, wo? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Nein. Hier war das nicht. Scheiße, ich bin auch noch falsch gefahren. Nein, aber das hätte ich nicht mehr geschafft. Oh